Ja, meine Damen und Herren, in dieser Playlist möchte ich Sie in die Systemtheorie oder das Denken in Systemen einführen. Es wird ja immer wieder gesagt, dass wir als Hochschullehrer Sie nicht nur in den einzelnen Dingen ausbilden sollen, dass wir Ihnen also zeigen, was gibt es alles, sondern auch, wie sollen Sie denken oder eine Denkschule Ihnen vermitteln soll. Und eine Denkschule ist die Systemtheorie. Und diese Systemtheorie oder das Denken in Systemen ganz allgemein möchte ich Ihnen in dieser Playlist beibringen. Unsere erste Vorlesung soll darüber gehen, wir betrachten einmal die Welt als System oder man könnte auch das Untertitel mit Divide and Understand, zerlege und verstehe und nicht zerlege und erobere, sondern zerlege und verstehe. Die Systemtheorie zerlegt die Welt oder das, was wir erforschen wollen, zunächst erstmal einfach in Teilsysteme, Systeme, Teilsysteme, dann wieder Untersysteme oder sonst was. So könnten wir beispielsweise, und ich möchte jetzt nicht von der Welt insgesamt sprechen, sondern nur von der Erde, die Sie hier sehen, könnten wir die Erde erstmal zerlegen in eine Atmosphäre und den Erdkörper an sich. Wenn das noch nicht reicht, um tatsächlich zu verstehen, was vor sich geht, dann können wir die Erde auch weiter zerlegen, das heißt, oder den Erdkörper in eine Hydrosphäre zerlegen, eine Biosphäre und eine Geosphäre, den Gesteinsmantel, aus der die Erde besteht. Ja, und das soll erstmal ausreichen an dieser Stelle, diese erste Zerlegung, um beispielsweise den Wasserkreislauf genauer anzuschauen. Ja, und der Wasserkreislauf, Sie kennen ihn alle, in den Ozeanen wird über den Ozean, wird durch die Sonne Wasser kondensiert, wird über die Kontinente getragen, dort regnet es ab, geht dann in die Flüsse in irgendeiner Form und dann wieder zurück in die Ozeane. Aber diesen Wasserkreislauf wollen wir jetzt einmal systemtheoretisch verstehen. Ja, um den Wasserkreislauf zu verstehen, müssen wir also die erste Methode, die ich Ihnen gerade erklärt habe, anwenden, nämlich wir zerlegen ihn in einzelne Teilsysteme. Und die Teilsysteme, die im Wesentlichen durch eine physikalische Ähnlichkeit der Prozesse gebildet werden, wäre natürlich erstmal die Atmosphäre, die feuchte Atmosphäre, in der Wasser ist, in der die Wasser aufnehmen können, als Wolken dann irgendwann oder als Luftfeuchte und Wolken dann irgendwo hin transportieren kann und wieder abregnen kann. Dann gibt es natürlich die Hydrosphäre, besteht aus den Ozeanen, dann über dem Land die Fließgewässer und das Oberflächenwasser, was sich beispielsweise in einer Pfütze bildet, was durchaus recht wichtig ist oder was ja irgendwo, wenn es geregnet hat, steht, und den Grundwasserleiter. Das ist noch viel komplizierter alles, aber das soll uns an dieser Stelle erst einmal reichen. Das sind die Teilsysteme, in die wir den Wasserkreislauf zerlegen, um ihn zu verstehen. Diese Teilsysteme sind physikalisch irgendwie ähnlich. Die Atmosphäre besteht aus Luft und Wasser. Der Grundwasserleiter beispielsweise besteht aus Körnern, Bodenkörnern, Sedimenten oder was auch immer und Wasser. Deswegen sind sie sehr unterschiedlich. Fließgewässer bestehen, sind Flüsse, Bäche oder sonst was. Sie haben ein Gefälle und leiten darin Wasser, die Ozeane oder das Oberflächenwasser. Alles sehr unterschiedliche Phänomene. Das ist der erste Schritt. In der Systemtheorie immer das, was wir haben, zerlegen. Analyse kann man es auch bezeichnen. Der zweite Schritt ist, wir machen eine Inventur. Wir schauen in jedem Teilsystem, was ist denn eigentlich drinne? Was ist eigentlich drinne? Und das wäre beispielsweise, wenn wir jetzt die Ozeane nehmen, da ist erstmal Wasser drinne, dann sind verschiedene Salze drinne, der Ozeanwasser ist salzig, dann ist aber auch, und das ist sehr wichtig heutzutage in der Klimadiskussion, Kohlendioxid drinne, Organismen. Aber es ist auch Bewegung im Ozean und das ist ebenfalls eine Größe, die wir quantifizieren können, und Wärme drin. Ja, und für alle diese Dinge, die in einem System drin sind, müssen wir eine Inventur machen. Wir müssen also feststellen, wie viel Wasser ist in den Ozeanen, wie viel Salz ist in den Ozeanen, wie viel Bewegung ist in den Ozeanen etc. etc. Und wenn wir das machen, dann bekommen wir so etwas wie eine Inventur und sagen dann beispielsweise am 01.01.2020 um 0.00 Uhr waren im Ozean so und so viel Kilogramm Wasser, so und so viel Kilogramm Salze, so und so viel Kilogramm Kohlendioxid. Das reicht aber nicht aus, diese Inventur, um das System letztendlich zu verstehen. Was wir neben diesem
Anfangswerten, wie man in der Mathematik sagt, braucht, sind auch Gesetze, wie sich die Wassermenge, die Salzmenge, die Kohlendioxidmenge etc. verändern. Wir brauchen also immer Anfangswerte. Zu irgendeinem Zeitpunkt müssen wir eine Inventur machen. Die ist in der Systemtheorie immer ganz, 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 ganz entscheidend. Und dann brauchen wir Gesetze, wie sich diese Größen letztendlich verändern. Wir brauchen also so Gesetze wie die Wassermasse in den Ozean ändert sich pro Zeit nach diesen und jenen Gesetzen. Ja, und das wäre, ja, es gibt auch andere physikalische Größen, die wir beispielsweise in solchen Systemen identifizieren können. Also zunächst erstmal die Masse, die Bewegungsmenge hatte ich schon gesagt, aber auch elektrische Ladung, Wärme und Energie hatte ich ebenfalls schon hier an dieser Stelle genannt. Der nächste Schritt hatte ich, wie gesagt, wir müssen schauen, wie verändern sich die Bestandteile eines Teilsystems, also beispielsweise die Wassermenge in den Ozean. Und da gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten der Änderung. Die erste, manchmal nicht die wichtigste, manchmal die wichtigste, ist der Austausch mit anderen Teilsystemen. Das heißt beispielsweise, in unserem Beispiel bleibend, der Ozean tauscht mit der Atmosphäre Wasser aus. A, indem es regnet, gibt die Atmosphäre Wasser an den Ozean ab und B, indem Wasser kondensiert aus den Ozeanen, verdampft, gibt der Ozean Wasser an die Atmosphäre ab. Wir haben also verschiedene Teilsysteme in unserem System und wir müssen den Austausch einer Ingredienz, wie zum Beispiel dem Wassergehalt, mit den anderen Teilsystemen beschreiben. Dann gibt es aber auch andere Prozesse, das ist jetzt für Masswasser beispielsweise nicht der Fall, dass Dinge produziert werden. Produziert, also manche Dinge werden produziert und umgekehrt, manche Dinge werden vernichtet, abgebaut oder zerstört. Verbraucht, kann man auch sagen, die sind dann weg. Also wir haben A, die Änderung der Bestandteile dadurch, dass es in andere Teilsysteme fließt. Das müssen wir immer schauen, dass wir diese Prozesse versuchen zu verstehen. Dann haben wir die Möglichkeit, dass irgendwelche Bestandteile eines Systems, eines Teilsystems produziert werden, vorher also gar nicht da gewesen sind und dass sie vernichtet werden. Ja, wenn ich das mal einmal zusammenpasse, die Austauschprozesse im Wasserkreislauf, dann haben wir schon den Wasserkreislauf zu einem erheblichen weiteren Schritt bestanden. Wir haben also nicht nur die einzelnen Teilsysteme, die wir beschreiben wollen, Atmosphäre, Ozeane, Grundwasser, Fließgewässer und so weiter, sondern wir wissen auch jetzt die Austauschprozesse. Von den Ozeanen in die Atmosphäre geht es über die Verdunstung. Von den Oberflächenwasser, das sich jetzt als Regenpfütze beispielsweise bildet, in den Grundwasserleiter geht es durch Infiltration in den Boden. Grundwasser, da wo es dann höher steht als der Fluss, exfiltriert dann in den Fluss und dieser Fluss gibt es durch Abfluss an die Ozeane ab. Das wären beispielsweise die Prozesse. Und wir würden unser System Wasserkreislauf dann verstehen, wenn wir A, das Wasser in den einzelnen Teilsystemen bilanzieren, indem wir die Prozesse, die den Austausch bestimmen, beschreiben. Bei Wasser ist, wie gesagt, diese Folie relativ einfach, weil wir haben keine Produktion oder keine direkte Produktion von Wasser und keine Vernichtung von Wasser. Wasser ist eine konservative Stoffgröße, das heißt Wasser bleibt Wasser. Es kann natürlich in Gas oder gasförmig sein oder flüssig. Wenn wir das unterscheiden würden, dann hätten wir auch eine Produktion und Vernichtung. Aber in diesem Fall im Wasserkreislauf haben wir eigentlich nur einen Austausch mit anderen Teilsystemen und keine Produktion und Vernichtung. Ich werde Ihnen in folgenden Vorlesungen dann auch Prozesse oder beziehungsweise Systeme beschreiben, wo wir durchaus eine Produktion und eine Vernichtung drin haben von einzelnen Ingredienzen. Ja, und damit möchte ich schon den ersten Schritt zusammenfassen unserer kleinen Vorlesung hier in Systemdenken. Der erste Schritt, überhaupt etwas als System zu verstehen, ist, indem wir das Problem in Subsysteme zerlegen. Möglichst geschickt natürlich, wenn wir das ungeschickt machen, dann haben wir nichts gewonnen, wenn wir beispielsweise irgendwie, ich will mal sagen, den Pazifischen Ozean und die Atmosphäre darüber als System nehmen, dann haben wir damit nichts groß genommen, weil der Ozean folgt anderen Gesetzen als die Atmosphäre. Wir sollten also die Trennung so machen, wie ich sie Ihnen gerade vorgestellt habe. Der zweite Schritt ist immer die Inventur. Wir müssen zu einem festen Zeitpunkt alle relevanten Beschreibungsgrößen
beschreiben können oder wissen müssen, wie viel davon vorhanden ist, also beispielsweise die Massen von einzelnen Größen wissen, wenn es sich um massenartige Größen handelt, die Energie wissen etc. Und das Dritte ist, wir müssen die Änderung dieser Größen beschreiben, also Anfangszustände und dann Änderungen dieser Größe beschreiben, indem wir beispielsweise darauf schauen, wie tauscht sich dieses System mit an oder dieses Teilsystem mit anderen Teilsystemen aus. Ja, und dann können wir, oder wie wird diese Ingredienz produziert, wie wird sie vernichtet, etc. etc. Ja, und wenn das nicht ausreicht, um tatsächlich zu verstehen, was dann da passiert, dann machen wir dieses Denken iterativ weiter. Das heißt, wir schauen uns auf ein Teilsystem an, was wir vielleicht noch nicht richtig verstanden haben. Zerlegen das wieder in Teilsysteme, schauen wieder an, was ist als Beschreibungsgrößen für dieses Teilsystem wichtig. Was ist da drinne? Wir machen eine Inventarisierung in diesem Teilsystem zu einem festen Zeitpunkt und beschreiben die Gesetze, wie sich das wieder zwischen diesem Teilsystem des Teilsystems ändert. Das wäre das erstmal eine erste Einführung in das Denken in Systemen. Und in der nächsten Vorlesung möchte ich Ihnen zeigen, wie man das beispielsweise auf das System Erde-Mensch anwendet, und wir wollen dann mal schauen, was eigentlich aus diesem Bild dann herauskommt.